Ja, hallo meine Lieben, wie freut's, dass es wieder da seid bei mir, auch im Jahr 2020. Eigentlich ist mir aufgefallen, ich habe mir die letzten 14 Tage so richtig rar gemacht, aber ich habe die Zeit einfach einmal für mich gebraucht, ich habe mir die Zeit einfach einmal genommen für mich, auch um mir über meine Zukunft klar zu werden, über die Zukunft von gesund alt werden, einfach schauen, wie es weitergehen wird, weil so wie letztes Jahr kann ich einfach nicht mehr weitermachen. Das wisst, ich tue 50% arbeiten, bin 50% in einem Angestelltenverhältnis und habe eben geschaut, den Rest mit gesund alt werden, mit Vorträgen mir dazu zu verdienen. Ja, das ist mir leider nicht gelungen, da ausreichend zu verdienen, dass es da lebt. Ich habe mittlerweile einen ganzen Stock Schulden aufgebaut. Ich habe einen Haufen Spesen gehabt, ich habe teilweise genießt am Investieren, aber es ist einfach zu wenig hineingekommen. Und ja, jetzt warte ich eben noch, bis mein Buch draußen ist, schauen, was man selbst bringt. Und ansonsten muss ich wohl oder übel wieder einen 100% Job nehmen, damit ich meine Schulden oder zahle und wer gesund alt werden, komplett an den Nagel hängen müssen. Aber bis es soweit ist, mein erstes Thema dieses Jahr. Und zwar hat mir eine junge Frau geschrieben, die ist selber Betroffene und hat gesagt, Marut, kannst du nicht über das Thema einmal ein Video machen? Da wissen so wenig Leute Bescheid, dass es das überhaupt gibt. Und sie darf es freuen, wenn es einfach ein bisschen bekannter war. Es sind da ziemlich einige betroffen. Und wären teilweise auch falsch beschuldigt, sage ich jetzt einmal, dass sie zu viel essen. Das Thema ist Lipödem. Was ist ein Lipödem? Lipödem ist eine Fettverteilungsstörung. Das heißt, es sind krankhafte Fettablagerungen oder Fettzellenvergrößerungen, die aber nicht davon kommen, weil jemand zu viel isst, sondern weil da einfach im Körper irgendwas gestört ist. Was genau, weiß man nicht. Da tappt dann nur die Wissenschaft ziemlich im Dunkeln. Da seien sich die Ärzte auch ganz im Unklaren, woher das kommt. Sie wissen auch nicht, wie man das richtig behandeln soll. Also da gibt es eigentlich noch nichts. Viele Ärzte wissen, oder wenn sie so eine Patientin sehen, denken oft, ah, ja, das ist einfach Adipositas, das ist einfach Fettleibigkeit, ein normaler, und denken gar nicht auf ein Lipödem. Also bei einem Lipödem meistens sind Frauen davon betroffen. Und Umfang tut das allem, wenn in einem Frauenkörper so die Hormonumbrüche stattfinden. Das heißt, es kann Umfang bei der Pubertät, das kann Umfang, wenn jemand mit der Pille umfängt, das kann Umfang bei den Schwangerschaften oder in den Wechseljahren. Was passiert da? Da fängt es plötzlich an, meistens an den Oberschenkeln, an den Hüften, Oberschenkeln herum, an den Seiten, so wie so reiterhosenförmig, bilden sich da Fettansammlungen. Okay. Das geht dann weiter, kann den ganzen Oberschenkel betreffen, auch ums Knie herum. Unterschenkel, muss nicht alle immer betroffen sein, kann mit betroffen sein, Unterschenkel, was angeht, bis zum Sprunggelenk und über das Sprunggelenk, über die Knöchel kann so richtig so, kann Fett so richtig drüber anhängen. Meistens seien die Beine betroffen. In 30% von den Fällen kann es aber die Oberarme betreffen. Schultern, Oberarme. Das kann es auch ausagieren bis vorne, da bis zum Handgelenk und selben ist Stopp. Also Hände und Füße seien da nie betroffen. Die betroffenen Frauen, die haben da, können da richtig Schmerzen kriegen. Einmal, weil einfach die Haut so spannt, da sind dann auch Wassereinlagerungen drin in dem Gewebe. Also das spannt so richtig, das zieht so richtig. Die Haxen, die fühlen sich so richtig schwer an. Das kann zu Menstruationsstörungen kommen, das kann gleichzeitig zu Haarausfall kommen, das kann zu brüchiger Fingernägel führen. Also nicht leid, dass man da sich im eigenen Körper nicht mehr wohlfühlt, dass man sich schwach tut, sich zu bewegen. Man leidet auch
sägst drunter, weil man sich nicht mehr wohlfühlt. Das kann passieren, dass hier oben eine Frau so XS-Maße hat und ab der Hüfte geht es auf XXL außen. Das kann passieren. Und das hat nichts mit der Quantität, also mit der Menge zu tun, was jemand isst. Das hat damit nichts zu tun. Das sind wirklich krankhafte Wucherungen von den Fettzellen, sage ich jetzt einmal. Und da kann jemand nichts tun. Man weiß auch nicht, man kennt auch nicht die Ursache, man weiß nicht, was hergeht. Man vermutet zwar auch ein bisschen genetisch, wenn die Mutter schon betroffen ist, kann es natürlich auch die Tochter treffen. Oft der Verlauf geht über Jahre, dass das langsam umfängt und sich so langsam steigert. Und teilweise kann das auch innerhalb von ein paar Monaten einen Umfang erreichen. Und ich lasse mir sagen, da leiden die Frauen dann wirklich. Gell? Ja, wie gesagt, die Wissenschaft weiß nicht, wo es herkommt. Und ich habe da ja recherchiert und es ist ganz interessant geworden. Also da tappt die Wissenschaft wirklich im Dunkeln. Eine Seite habe ich gefunden von einem Arzt in Deutschland. Das hat mir ganz gut gefallen, was der gesagt hat. Also der Seil hat gesagt, es ist nicht die Quantität an dem, was der Mensch isst oder was diese Frauen essen, sondern es liegt an der Qualität. Und das hat mir deswegen gefallen, weil ich bin auch der Meinung, dass wir mit der heutigen modernen Ernährung, mit diesen Haufen an leeren Kalorien, leere Kohlenhydrate, tote Kohlenhydrate, was wir zu uns nehmen, dass da einfach unsere Zellen verhungern, auf der einen Seite mutieren, auf der einen Seite auch sterben, auf der einen Seite, also unser Körper wehrt sich halt irgendwie. Das fängt an mit Industriebrot, sage ich jetzt einmal, also Auszugsmehlprodukte, über die Nudeln, über die Chips, über die, also in der ganzen Industrienahrung sind ja fast keine Nährstoffe erhalten und unsere Zellen verhungern regelrecht. Also wir bleiben wohl am Leben, weil wir einfach genügend Kalorien, sage ich jetzt einmal, kriegen. Wir kriegen wohl Energie, aber Nährstoffe, Vitamine, Mineralien, Phytonährstoffe, Spurenelemente, alles das, was unsere Zellen eigentlich brauchen, das kriegen wir mit der Industrienahrung nicht mehr. Und irgendwie reagiert der Körper halt. Der Arzt eben, wie gesagt, beschreibt er auf seiner Seite, durch die drastische Nahrungsumstellung ist er imstande gewesen, schon in etliche Frauen, da sind Erfahrungsberichte dran, die ist ganz toll zu lesen, ja, ist er imstande gewesen, einfach zu helfen. Ja, wie gesagt, mir hat das eben gefallen, weil es auch das ist, was ich bei meinen Vorträgen sage, dass wir einfach müssen schauen, wieder mehr Nährstoffe in unserem Körper zuzufügen. Ja, damit verabschiede ich mich. Mich würde es freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, solange es in der Form noch gibt. Ja, bis demnächst. Vielen Dank.